Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video schauen wir uns einmal die einzelnen Klassen von Hell Let Loose an und schauen, welche Klasse vielleicht für Anfänger am besten geeignet ist. Um die Rolle des Kommandanten zu übernehmen, sollte man auf jeden Fall das Spiel schon ein paar Mal gespielt haben, um ein gewisses Verständnis für die Art und Weise zu erhalten. Ganz, ganz wichtig ist hier, dass man effektiv und klar kommuniziert gegenüber den Squadleadern, damit die wissen, was zu tun ist. Über die gesamte Karte kann der Kommandant entsprechende Entscheidungen treffen, das heißt Versorgungsnachschübe, unterstützende Aktionen wie Bombenangriffe und so weiter durchführen. Außerdem verwaltet er die Teamressourcen wie Munition, Treibstoff und Manpower, die im Verlauf des Spiels eine sehr, sehr wichtige Rolle einnehmen. Klar, mit Übernahme der Rolle hat man natürlich eine ganz, ganz hohe Verantwortung, das heißt, ein Fehler auf der Seite kann sich negativ auswirken, aber oftmals ist es so, dass die Squadleader wirklich tatkräftig unterstützen und deswegen ist die Abhängigkeit von den einzelnen Squads maßgeblich, weil ein Kommandant alleine kann leider keinen Krieg gewinnen. Der Offizier ist das Bindeglied zwischen Kommandant und Squad und hat selbst 5 Leute, die er befehligt, um Einzelaktionen auszuführen. Er hat natürlich eine schöne Auswahl an Waffen sowie normale Granaten, Rauchgranaten und natürlich ein Fernglas, mit dem er wunderbar aufklären kann. Ein wenig Erfahrung solltet ihr mitbringen, wenn ihr die Klasse spielt. Und wichtig, fragt zum Anfang der Runde immer, ob alle ein Mikrofon haben, damit ihr auch untereinander kommunizieren könnt. Der Tank ist auf meinem Marker. Was viele am Anfang ein bisschen abschreckt, das ist einfach, dass man den Offiziersfunk hat und auch nochmal den Squadfunk. Das heißt, man hat relativ viele Stimmen auf dem Ohr. Daran muss man sich natürlich erstmal gewöhnen. Super. Also ich liege jetzt. Versucht nach Möglichkeit, wenn eure Squad-Member oder ihr selbst Dinge seht, die direkt in die Karte einzutragen. Das hilft natürlich den anderen Spielern auch genau zu wissen, wo der Feind ist, wo gegnerische Tanks sind. Und das macht das Spielen auf jeden Fall angenehmer. Und seid auch frei in eurem Denken. Entwickelt eigene Ideen, aber ganz wichtig, sprecht euch mit anderen Squad-Leadern und auch insbesondere mit dem Kommandanten ab, damit das Ganze dann eine runde Sache wird. Der Gewehrschütz ist aus meiner Sicht die perfekte Einsteigerklasse, um das Gameplay kennenzulernen. Er hat gute Waffen, die auf mittlere und lange Distanz hervorragend funktionieren. Und man hat zudem die Möglichkeit, entsprechend Munitionskisten an seine Teammates weiterzugeben. In der ersten Stufe führt ihr Munitionskisten mit euch und in den weiteren Stufen habt ihr dann sogar die Möglichkeit, Nachschub für Pioniere und Panzerabwehrsoldaten, also Sprengmunition, bereitzustellen. Einziger Nachteil aus meiner Sicht ist halt die fehlende Spezialisierung. Aber wenn du sowieso nicht weißt, was los ist, ist es vollkommen irrelevant. Und ganz ehrlich, ich spiele zwischendurch auch gerne mal den Gewehrschützen, weil es doch ganz, ganz viel Spaß bringt, auch mal keine Spezialisierung mit sich zu führen. Ihr wollt ganz vorne mitmischen? Dann ist der Sturmangreifer die richtige Klasse für euch, denn er hat eine hohe Nahkampfeffizienz und man kann mit ihm sehr, sehr aggressiv vorgehen. Bedenkt bitte, dass es diese Klasse immer nur einmal pro Squad gibt. Also anders als beim Gewehrschützen ist diese Klasse begrenzt. Aber sucht euch am besten immer einen Gewehrschützen in der Nähe, denn die haben ja die Munitionskisten und glaubt mir, Munition werdet ihr brauchen, denn die geht bei richtigem Vorgehen und hohen Schusswechseln ganz, ganz schnell runter und da ist man froh, wenn man Gewehrschützen an seiner Seite hat. Auf lange Distanzen finde ich ihn persönlich nicht so gut. Da gibt es wirklich Klassen, die dafür besser geeignet sind. Also ich selbst habe die Klasse noch nicht so weit gelevelt, aber in der letzten Stufe bekommt man zu seinem Loadout noch eine Satchel mit dazu und dann ist die Klasse wirklich OP, weil sie universell einsetzbar ist, selbst gegen Tanks und natürlich auch Gegnern, die sich in irgendwelchen Gebäuden verstecken und nicht rauskommen wollen.
Der Automatikgewehrschütze ist die Klasse zwischen Sturmangreifer und MG-Schütze. Kannst halt den Gegner richtig schön unterdrücken mit Unterdrückungsfeuer oder aber auch aktiv mit reingehen in den Kampf, so wie wir es jetzt hier im Gameplay einmal sehen. Ob Nahkampf oder Distanz, egal, mit den Waffen, die hier im Loadout vorhanden sind, rotzt du alle Gegner weg. Hoher Munitionsverbrauch, weiß ich nicht konkret, ob das eine Schwäche ist, aber auf jeden Fall könnt ihr mit der Klasse nichts gegen gepanzerte Fahrzeuge oder Fahrzeuge im Allgemeinen unternehmen. Aber gut, wenn ich die Klasse spiele, dann will ich auch Köpfe rollen sehen und kein Blech. Beim Sanitäter handelt es sich um eine so wichtige Klasse, die aber viel zu selten richtig angewendet wird. Meiner Meinung nach auch eine ideale Einsteigerklasse, weil man Teammates, die getroffen wurden, wiederbeleben kann, um somit natürlich relativ schnell eine erhöhte Kampfeffektivität wiederherzustellen. Schneller kannst du einfach nicht wieder einsteigen. Also für die Leute, die immer schnell ableben und weg sind, ich gehöre leider auch manchmal dazu, wartet einfach ein bisschen. Der nächste Sani ist bereits auf dem Weg. Der Vorteil ist natürlich, wenn man den Sani spielt, man hat genug Bandagen. Das heißt, bis die mal ausgehen, ist das Spiel wahrscheinlich zu Ende. Oder man selbst von der feindlichen Kugel getroffen. Hold on! Explosive ammo! Was man sonst noch von der Klasse erwarten kann, außer Dankbarkeit, nicht wirklich viel. Das Loadout ist so semi, man kann damit arbeiten. In der zweiten Stufe mit der Pistole ist ein bisschen wenig, um dort überhaupt Schäden anrichten zu können. Aber ansonsten eine schöne Klasse und auch mal interessant, das Spiel von der Seite zu sehen. Der Unterstützer ist im Squad eine wichtige Einheit, denn er liefert Vorräte. Vorräte, mit denen der Offizier eine Garnison bauen kann oder aber die Pioniere entsprechende Strukturen errichten können. Interessant finde ich diese Klasse erst ab dem dritten Level, also beziehungsweise hier ab der zweiten Stufe, denn da habt ihr noch normale Munition und Sprengstoffmunition mit dabei und könnt die quasi den ATlern oder auch den Pionieren entsprechend zur Verfügung stellen. Auch bei dieser Rolle ist es natürlich wie im gesamten Game wichtig, dass man sich austauscht. Fragt einfach den Offizier, wo die Vorräte platziert werden sollen und schmeißt sie nicht bei der ersten Gelegenheit weg. Mit der Klasse selbst könnt ihr zwar keine Strukturen errichten, aber wenn ein Pionier eine Struktur errichtet, könnt ihr mit dem Hammer unterstützen und so dann die Struktur schneller aufbauen. Als Maschinengewehrschütze solltet ihr immer nah an eurer Einheit sein. Entscheidend für den Erfolg ist auf jeden Fall eine gute Positionierung. Also das MG könnt ihr nur vernünftig bedienen, wenn ihr irgendwo feststeht, so wie jetzt hier in dem Clip. Und wichtig ist, dass wir mit dieser Klasse den Ansturm von Gegnern klein halten bzw. zurückdrängen können. Und je nach Spielsituation ist es halt auch enorm wichtig, nicht die ganze Zeit reinzufeuern, so wie jetzt hier in dem Video zu sehen, sondern auch abzuwarten, um jetzt nicht die Position zu verraten. Also als Einstieg kann man das MG sicherlich auch spielen, wenn das Team gut zusammenarbeitet und die Calls gut kommen, das heißt, wo stürmen die Gegner an. Wenn du also ein gutes Team hast, eine gute Positionierung, dann würde ich sagen, immer rein.
im Clip auch nochmal ein schönes Beispiel, wie es aussieht, wenn ein Gegner heranstürmt. Einen kannst du vielleicht noch verteidigen, aber sobald einer von der Seite kommt, war's das. Do we have an engineer? Yes. Yeah. Die Panzerabwehr. Meine persönliche Lieblingsklasse, auch die erste Klasse, die ich auf Level 10 gespielt habe. Super effektiv gegen jegliche Art von Fahrzeugen. Ihr habt die Möglichkeit, die Panzer-Schreck zu nutzen, die Bazooka. Ihr könnt im zweiten Loadout könnt ihr Panzerabwehrkanonen bauen, die höchst effektiv sind. Im dritten Loadout habt ihr eine Satchel mit dabei, könnt Minen auf die Straßen packen. Also für mich die beste Klasse überhaupt im gesamten Game. Denn wenn ihr einen Panzer rausnehmt, ist das auf jeden Fall immer ein Fest für die Augen, weil selbst wenn man nur einen Panzer rausholt, es sieht so unheimlich spektakulär aus. Im Pionier seid ihr in der Lage, Blaupausen zu erstellen mittels dem Schraubenschlüssel, um dann Verteidigungsstrukturen wie Stacheldraht oder Barrikaden oder aber auch Bunker auf- und auszubauen. Dafür benötigt ihr Vorräte. Zudem verfügt ihr in der Klasse auch über einen Bunsenbrenner, mit dem ihr in der Lage seid, defekte Tanks oder Trucks zu reparieren. Außerdem könnt ihr Antipersonenminen legen oder wie jetzt hier in diesem Beispiel eine Satchel direkt am Panzer befestigt, um diesen dann in die Luft zu sprengen. Alternativ kann man auch eine Satchel an unwegbaren Gelände- oder Gebäudestrukturen anbringen, um dahinterliegende Gegner außer Gefecht zu setzen. So, ich springe wieder um und fahre weiter. Ich bräuchte einen zweiten Mann. Schieß weiter. Ein großes Dankeschön nochmal an dieser Stelle an Greg und Bad Papa, die einfach mal das Video für mich hier gedreht haben. Schön. Bitte schön. Wenn ihr Panzer fahren wollt, müsst ihr euch eine Tankcrew anschließen, die aus bis zu 3 Personen besteht, einem Offizier und 2 Besatzungsmitgliedern. Der Offizier schaut und identifiziert Ziele und hält den Kontakt zum Kommandanten und zu den anderen Squad-Leadern. Dann gibt es einen Fahrer und einen Schützen. Da ist der Turm. Leider nicht verstärkt. Warte mal, komm. Im Video hier bin ich der aufgeregte Kommandant, der versucht, die Panzer zu identifizieren. Und die Stärke vom gesamten Team ist und bleibt der Panzer. Außerhalb vom Panzer kann die Crew wenig bis gar nichts ausrichten. Luxushaus. Im zweiten Loadout, das ihr freischalten könnt, gibt es einen Bunsenbrenner, damit könnt ihr beschädigte Fahrzeuge reparieren. Ist manchmal ganz hilfreich. Entscheidend hier in der Tankcrew ist kommunizieren, dann macht es auch eine Menge Spaß. Tief hier raus. Der Speer, oder wie ich immer zu sagen pflege, die Rollen, die meistens zu Beginn einer Partie immer weg sind. Der Speer arbeitet zusammen mit dem Scharfschützen und die eigentliche Aufgabe besteht darin, aufzuklären, Ziele zu markieren und dabei immer eng in Abstimmung zu sein mit dem Kommandanten, aber auch mit dem Scharfschützen, um feindliche Ziele zu erkennen und diese dann effektiv auszuschalten. Was man zu den Loadouts sagen kann, ist, dass sie recht ordentlich sind. Ihr habt eine Maschinenpistole oder halt ein Repetiergewehr. Beides spielt sich aus meiner Sicht eigentlich
Sehr, sehr gut. Und im zweiten Loadout habt ihr noch eine sogenannte Flare Gun. Mit der könnt ihr nicht nur Gegner zum Leuchten bringen. Nein, ihr könnt auch mit dieser Waffe, möchte ich sie mal bezeichnen, eine Rakete abschießen. Und diese zeigt dann alle Gegner in einem gewissen Radius an. Alle wollen ihn, keiner bekommt ihn, der Scharfschütze. Die Klasse ist wirklich OP, wenn es darum geht, Gegner auf Distanz zu vernichten. Am effektivsten ist der Scharfschütze natürlich, wenn man gemeinsam mit dem Spotter spielt. Das heißt, wenn ihr neu seid, kann man ruhig aus damit starten. Wichtig ist, dass ihr immer einen zweiten Mann mit dabei habt und euch dann abstimmt und ganz, ganz eng mit den anderen Squads bzw. mit dem Kommandanten zusammenarbeitet. Seite vom Punkt. Einer im Haus. In dem Haus habe ich. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, schreibt es gerne in die Kommentare und dann schauen wir mal, was wir als nächstes angehen.